Koreanern, die Amerikaner bei den Südkoreanern. Und die Amerikaner hatten in diesem Krieg, das könnt ihr nachlesen, das ist unvorstellbar, unglaublich viele Überläufer. Das heißt, sie hatten unglaublich viele Leute, die von Amerika, von den amerikanischen Truppen zu den Chinesen rüber sind. So, jetzt ganz ehrlich, schauen wir mal auf die Emotionen. Was glaubt ihr, was hat ein amerikanischer Elitesoldat für Emotionen für Amerika? Was glaubt ihr? Welche Emotionen verbindet der mit Amerika, Henrik? Patriotismus. Freiheit. Stolz. Freiheit. Loyalität. Vaterland. Also, sind wir mal ganz ehrlich, das ist ein Elitesoldat. Der verbindet wahrscheinlich keine einzige negative Emotion zu Amerika, nur positive Emotionen, oder? Sind wir mal ganz ehrlich. So. Was glaubt ihr, ein amerikanischer Elitesoldat, der ausgebildet wird, Koreaner umzubringen? Was hat der für Emotionen mit Koreanern? Glaubt ihr, dass der denkt, die sind alles meine Freunde, oder was wird der für Emotionen aufbauen? Negativ. Logisch, oder? Sonst kann der die nicht umbringen. Das heißt, das sind der Feind, das sind irgendwelche Bösen, die schänden Kinder, die machen das, die sind alles nur Feinde, alles schlecht, alles negativ und so weiter. Macht ja Sinn, oder? So muss man, die muss dann Soldaten so trainieren. Wie kann das sein, dass diese Soldaten nach China, also nach Korea kommen und die laufen über? Die laufen über. Das heißt, diese Elite-Soldaten werden plötzlich zu treuen Anhängern von den Chinesen. Kann das sein? Bitte. Das sind Elite-Soldaten. Das heißt, die gehen durch dick und dünn. Weißt du, was ich meine? Das sind ja Kameraden. So, man wusste das nicht im Krieg. Das hat man erst danach rausgefunden. Dann hat man diese Soldaten gefragt und gesagt, seid ehrlich, seid ihr gefoltert worden? Nö, wir sind nicht gefoltert worden. Seid ihr bestochen worden? Nö, sind wir auch nicht bestochen worden. Das Komische war, die Leute sind freiwillig danach in China geblieben. Die wollten auch danach, nach dem Ende vom Krieg, nicht mehr zurück. Total unvorstellbar. In was? Die machen so gute Braten. Ja. Die wollten überleben. Auch nicht. Die Ansicht hat sich geändert. Die Ansicht hat sich geändert. Die Ansicht hat sich geändert. Das ist genau das Richtige. Ich erkläre es euch. Die haben diese Soldaten genommen, die waren einer der ersten, die Chinesen waren einer der ersten, die diese Bedeutungskreisläufe in der Psychologie wirklich verstanden haben. Diese ganze Psychologie, das ist bei uns einfach nur aufgrund der chinesischen Sprache nicht durchgekommen. Die haben verstanden, dass Menschen aufgrund von Bedeutungen alles machen. Wo ist jetzt da mein Bedeutungskreislauf? Die haben als aller einer der ersten verstanden, dass wenn sie die Emotionen hier verändern, alles andere sich plötzlich von alleine verändert. Weil die stille Postspiel hier alles anders weiterleitet. Während die ganzen anderen Leute hergegangen sind durch Folter, durch Bestechung, hier überall angesetzt haben, haben die Chinesen haben hier angesetzt. Was die gemacht haben, ist das Folgende. So, die haben diese Soldaten, wie die in den Zellen waren, haben die gesagt, Leute, hört zu, wir wollen genauso wenig in diesem Krieg sein wie ihr. Das heißt, alles, was wir eigentlich wollen, ist, dass ihr jetzt Ruhe gebt, ihr seid Gefangene von uns, nach dem Krieg, wenn der vorüber ist, wird es eh ausgetauscht, dann ist es eh alles wieder, ihr seid brav, wir tun euch nichts, dafür haltet ihr euch an die Regel. Passt, passt. So, natürlich hat es immer wieder Ausschreitungen gegeben, ist ganz normal, aber es war im Prinzip war das friedhaft. Dann ist an einem Tag in eine Zelle, kommt ein chinesischer Soldat rein und sagt, du jetzt mal ganz ehrlich, also wir hören bei uns in den Medien immer, wie toll Amerika ist und Amerika ist so perfekt und es ist alles so geil, ihr habt so viel Geld und die schönsten Frauen und es ist die tollsten Autos und es ist alles so perfekt bei euch in Amerika. Ist es wirklich so? Sagt der Amerikaner, mit hundertprozentiger Überzeugung war es. Ja, nicht mal 1% Zweifel, kein Prozent Zweifel. Ja, ist so. Nächsten Tag kommt der Chinese wieder und sagt er, hey, jetzt habe ich gestern gerade wieder einen Fernsehbericht meiner Frau geschaut über Amerika. Hey, das ist ja unglaublich. Das ist unglaublich. Also meine Frau redet ja nur mehr von Amerika und wenn wir da mal mit dem Krieg fertig sind, dann will die unbedingt, dass wir mal nach Amerika gehen. Weil wir haben auch Verwandte, die sind auch schon nach Amerika gegangen, wollen wir unbedingt hin. Jetzt sei mal ganz ehrlich, es muss, also ich habe gestern mit meiner Frau ewig diskutiert, es muss doch eine einzige kleine Sache geben, eine einzige, ganz, ganz klein, die dich an Amerika stört. Was glaubst du, was der Amerikaner gesagt hat? Nein, mir hat nichts gestört. Es ist 100% perfekt. Okay. Ein paar Tage später, wieder, kommt er rein. Jetzt habe ich wieder mit meiner Frau diskutiert. Es schaut ja echt alles so perfekt bei euch aus. Es schaut so perfekt aus. Dem Amerikaner geht es irgendwann schon auf den Nerv, weil er weiß, nichts auf der Welt ist perfekt. Er weiß zu 100%, es gibt immer irgendwas, was dich stört. Dann sagt er,
Ja gut, ich sag dir jetzt was, aber das ist wirklich, das ist echt was Kleines. Also was mich echt gestört hat, war einmal bei einer Rede von dem und dem Präsidenten, da war halt einmal diese kleine Ding und das hat mich halt, also das hat mich schon ein bisschen gestört. Na wirklich, oder? Also, der Präsident, der ist ja perfekt. Ja, was die, da war diese Kleinigkeit, das hat mich total gestört. Na, also das kann ich nicht glauben. Würdest du mir einen Gefallen tun und das Ganze für mich aufschreiben? Da sagt der Soldat, was aufschreiben? Meine Frau wird nie glauben, dass du das gesagt hast. Nie, das glaubt die nicht. Ja, das kann ich dir schon aufschreiben. Schreib das ihm auf. Ja, das hätte ich ja selber schreiben können. Würdest du es unterschreiben? Okay, passt. Geht her und unterschreibt das. Er denkt, das ist ein Ereignis. Das Gleiche ist über Wochen in ganz, 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 ganz vielen Zellen passiert. In ganz, ganz, ganz vielen Zellen. Gleichzeitig ist jedes Mal bewusst, wenn die Amerikaner über Amerika geredet haben, mussten die sitzen, mussten die irgendwo schreiben, sich niederbücken, auf harten Dingen sitzen, körperlich eingeengt, haben über ein negatives Wort gesagt, der Fokus war immer irgendwie auf negative Dinge und dann plötzlich an einem Tag war eine Versammlung, dann hat man alle Amerikaner rausgeholt und hat gesagt, wir wollten euch nur mal von allen euren Kollegen vorlesen, was die über Amerika so schreiben. Und plötzlich wurde von jedem vorgelesen, ja, mich stört da an dem Präsidenten das, mich stört in unserem Land das, mich stört hier das, mich stört hier das. Und das war dieser kleine Riss in einem riesigen Staudamm, wo diese Amerikaner in ihrem Bedeutungskreislauf ihre Emotionen zu Amerika drinnen hatten. Und ihr wisst, wie ein Staudamm zerbricht. Zerbricht der von heute auf morgen so? Nein, der hat einen kleinen Riss. Und dann fängt das Wasser an zu höhlen und zu wühlen. Und greift alles raus. Und irgendwann ist der Punkt, wo von alleine komplett alles zerreißt. Bei einem Menschen geht es schneller, beim anderen Menschen geht es langsamer. Und das ist diese Macht, dass man hergeht und dort ansetzt. An den Emotionen. Über unterschiedliche Möglichkeiten, die wir heute alle besprechen. Die Macht will ich euch nur deshalb sagen, weil ich oft höre von Menschen, die sagen, geht das wirklich, Julian? Kannst du wirklich die Emotionen zu Geld, zu einer Vergewaltigung, zu einer Beziehung, zu, keine Ahnung, einem neuen Business-Start, kannst du die wirklich so verändern? Logisch, so. Es geht sogar so krass, dass ich das zum Beispiel schaffe bei Männern, indem dass ich den Mann rein verdenke, reinsetzen lasse, dass seine Frau ein Kind bekommt, dann hört der Mann auf zu rauchen. Stellt euch das mal vor. Der Mann hört auf zu rauchen, weil ich ihm einrede, dass seine Frau jetzt ein Kind bekommt. Dadurch assoziiert er plötzlich ein komplett neues Ereignis, komplett neue Emotionen zu diesem Rauchen. Er hat komplett andere Ängste, komplett andere Bedürfnisse. Er weiß aber, dass seine Frau gar nicht schwanger ist. Ist total wurscht. Sein Gehirn checkt es nicht.